Hey Leute, willkommen zurück zu Retropolis. Heute sammeln wir nochmal Seelen. Nächstes Mal nehme ich, glaube ich, dann mal wieder der Abwechslung halber einen anderen Leader. Dann starten wir doch mal. Ich glaube, ich werde das noch das ein oder andere Mal verpeilen mit der Fähigkeit und wann ich die am besten benutzen werde. Aber das ist halt der Tatsache geschuldet. So spielen und reden, das ist halt absolut nicht meins. Aber ich mache es trotzdem. Warum? Haha, weil ich es kann. Zumindest insofern, dass ich sage, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Kann's einfach machen. Juckt mir nicht. Juckt mich nicht, was irgendwer denkt. Wieso, weshalb? Kann ich dich anklicken? Nein, passiert nichts. Alles klar. Okay. Jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Ich lasse mich überhaupt nicht schnell ablenken. Oh, da ist ja ein Schmetterling. Oh, und da kommen gleich schon die ersten Feinde. Gut, das sollte dann erstmal soweit genügen. Ich habe nach wie vor Bock auf das Spiel. Und mal gucken. Also ja, ich habe das schon mal gesagt, sollten schon so 30 Videos werden. Danach müssen wir einfach mal schauen, ob ich da noch großartig Bock drauf habe oder ja, gut, das lässt sich halt auch nicht sagen. So, 30 Videos habe ich Bock drauf und danach nicht mehr. Nein. Was haben wir denn hier? Leader-Level. Ha, das ist durchaus eine Option. Ich glaube, das könnte man ganz schön was mitreißen, wenn man das pusht. Aber da müssen wir erstmal schauen. Da kommt jetzt gleich der Händler. Na, okay, gucken wir erstmal. Was hast du denn für mich? Beehive. Das klingt doch schon mal sehr nett. Alle 40 Sekunden sendet der Beehive Bienen aus, die den Gegner für 3 Sekunden stoppen. Also ist das, darf ich das so verstehen, dass das dann Stun ist oder wie? Gut, ich würde sagen, Mine, ich probiere mal den Beehive aus. Den hatte ich, glaube ich, noch nie. So, und Guards sind auch nicht so verkehrt. Das Problem ist nur jetzt nur, dass mir so ein bisschen das Kleingeld fehlt. Ich packe da erstmal auf die linke Seite Militia. So. Da haben wir Grain. Dann werde ich das auch gleich sofort spielen. Momentan sieht es mit Gold noch ein bisschen mau aus. Aber ansonsten, das wird sich jetzt sogar rechnen hier mit Forbidden Trade. Schon ist das Ding auf 20. Dann hat man mal eben über 200 Gold. Oh, was ist denn da los? Beehive einmal. Kommen gleich schon wieder Gegner. Was ist denn da in der Tat los? So, Kiste. Haus, jawohl. Militia brauche ich, damit die nicht weiter an meinem Wall rumnagen. Grain ist auch eine super Option an der Stelle. Die Stadt wird angegriffen. Oh mein Gott. Was für eine Überraschung. Oder auch nicht. Ich glaube, das sollte man eigentlich schon immer benutzen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das immer zu benutzen. Oh, hallo. Da hätte ich gerne nochmal Guards. Es kann echt ins Auge gehen, wenn die da einfach so rüberspringen. 3 Cheese Cards? Nee, Käse ist doch. Käse ist doch Käse. 100 Gold ist eine einmalige Aktion, aber ganz ehrlich, wenn ihr die Wahl zwischen 100 Gold habt und Grain Card, dann nimmt man doch auf jeden Fall Grain Card, würde ich mal behaupten. So, hier gibt es dann noch ein Häuschen. Alles klar. So. Kommen gleich schon wieder welche von der Seite. Was ist denn da los? Gut, jetzt macht das überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Was hast denn du? Demand for Tribute. Hälfte des Golds verlieren. Oh ja, das mache ich auf jeden Fall. Wenn ich nur 300 Gold habe, dann machen wir das mal so. Okay. Dann setze ich hier mal wieder ein Haus hin. Können wir auf jeden Fall schon mal wieder zweimal Grain spielen. Einmal Militia. Diesen Beehive hatte ich echt noch nie. Bringt das irgendwas? Gut, die sind dann langsamer. Gucken wir uns das Ganze mal an.
Ah, die sind... Ja, okay, die sind dann doch gestunt. Alles klar. Gut, dann leuchtet das auf jeden Fall ein. Das einmal spielen. Karte entfernen, 100 Gold. Leader Level, dann verlieren wir wieder die Hälfte. Nehme ich. Also gerade am Anfang rechnet sich das definitiv. So, noch eine Hütte. Was kann man das ja schlecht nennen. Jetzt kriege ich gleich auf der Seite Besuch. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen nachhelfen. Das habe ich leider hierfür nicht allzu viel Gold. Aber Repair, mit Repair kann man eher... Ja, das Problem ist wirklich, 20% sind nicht so viel. Es sei denn, man kann wie Wall sehr stark upgraden. Oder sehr oft. Ansonsten... weiß ich nicht. Repair ist halt... Ja, kann man mitnehmen, aber so wirklich... Bin ich davon jetzt nicht überzeugt. Brauche auf jeden Fall auf der Seite hier noch ein bisschen Verstärkung. Das könnte jetzt ein Problem werden. Komm schon. Karten ziehen. So, Guards, Militia, nochmal Guards. Vielleicht reicht das jetzt ja. Ich hoffe es mal. Hier haben wir meine ganzen Militia zerstückelt. Das Problem ist, die treffen die jetzt auch überhaupt nicht mehr. Oder das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus. Okay. Potter mal wieder verplant. Da kommt jetzt was Bossartiges auf uns zu. Leader Level up. Ich glaube, ich kann jetzt aber eine Karte kriegen. Ich guck mal, was es gibt. Eine Farm. Oder ein Watchtower. Watchtower ist halt... Die Dinger gehen einfach zu schnell kaputt. Experiments. Skillcards habe ich jetzt auch nicht so wirklich. Komm, ich nehme hier die Farm. Und ich könnte jetzt hier nochmal genau das gebrauchen. Kann ich hier meine Farm hinklatschen. Das spielen und das spielen. Und ich ziehe jetzt schon mal die Karten neu. Sicher ist sicher. Ah, das könnte echt problematisch werden. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen sehr schwach aufgestellt. Aber das passt noch. Wunderbar. Gott sei Dank habe ich da nochmal mich dazu entschlossen, Karten neu zu ziehen. Accountant. Oh, 25% mehr Gold. Hallo. Legendary Card. Nee, Card Upgrade. Ich glaube, ich nehme erstmal den. Weil Militär und Gold, das sind so die zwei treibenden Kräfte. Mit diesem Beehive kann ich jetzt nicht unbedingt so viel anfangen. Vielleicht später, wenn man mal... Hält der Beehive auch Bosse auf? Gute Frage. Random Building Advisor, Random Skill Advisor, Random Economy Advisor. Ich... Boah, das ist jetzt... ja gut, Skill nicht. Kein Skill Advisor. Building Advisor, vielleicht. Economy Advisor... Das klingt eigentlich noch besser. Wen haben wir denn da? Plus 1 Tex. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so toll. Tex Cycle. Gut, das könnte ich theoretisch da mal reparieren. Ich kann auch mal die Bienen losschicken. Man sollte das schon möglichst so timen, dass dann die Fernkämpfer schon auf die Gegner schießen können. So, einmal Repair. Sicher ist sicher. Boah, das rechnet sich ja jetzt schon doch ganz ordentlich. 55, über 1000 Gold mal eben. Karte entfernen. Ich guck noch mal, was gibt's denn hier? Plaza, Leader Level, ja. Gezza ist jetzt auch nicht so blöd. Obwohl mich die Karte nicht so wirklich überzeugt. Ich glaube, ich setz mal auf Leader Level. Jetzt habe ich hier auf der Seite nur Fernkämpfer. Das ist natürlich schon so ein bisschen... Unpraktisch. Da kommt wieder der Händler. Gucken wir mal, was hast du denn für mich? Ein Altar.
Defensive Wall, zweimal Repair. Also auf jeden Fall nehme ich, glaube ich, meine Pike Red mit. Defensive Wall auch, Altar. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht so richtig geblickt, wie das funktioniert. Deswegen lasse ich das erstmal. So, eine Pike Red kommt erstmal hier hin. Plaza und dahin. Pike Red kassiert aber schon ganz schön. Oder eher nicht so schön, je nachdem, wie man es nimmt. Advisor, zwei Hauscards. Ich nehme die Hauscards. So, Repair. Einmal Cheese. Soul Siphon. Siphon, wie auch immer. Karte, Gold, Karte entfernen. Gut, ich fange jetzt langsam mal an, hier mich vom Käse zu trennen. Da können wir schon mal Gold einsacken. Das ist doch schon mal ganz nett. Und dann als erstes hier die Häuser hinpacken. So, einmal Militia. Das war wieder zu früh mit den Bienen. Wieso fliegen die denn in die Richtung? Gold ist jetzt nicht so wirklich mein Problem. War eben 2.500 Gold. Okay, von 1,4, 1,5 auf 2,5 hoch. Advisor. Das Fiese ist, das gilt halt für alle Karten, dass sie weniger Attack haben. Das gilt halt nur für Einheiten, die gerade schon platziert sind. Ich nehme jetzt mal Advisor. Ich probiere das jetzt mal hier so ein bisschen anders. Okay, Leader Level Up. Machen wir. Was kannst du denn? Get Medic Card plus 5. So, Pike Red, Medic, Rain und ansonsten. Ich schicke jetzt mal die Bienen wieder los. Könnte jetzt auf der Seite hier ein bisschen problematisch werden. Die können aber echt eine ganz gute Hilfe sein. Ist gar nicht mal so ohne. Okay, Medic platziere ich mal auf der anderen Seite. Dann kommt da noch eine Pike Red hinzu. Einmal Guards nochmal und dann. Das lohnt sich jetzt. 68. 2600 Gold habe ich. Jetzt sind es 3,4. Alles klar. Minus Reticence oder 5 Flood Cards. Boah, der ist schon ein ganz schön fieses Event. Aber echt mal. Das ist halt echt. Nee, ich will nicht so viele komische Karten, mit denen ich nichts anfangen kann. Dann beiße ich hier in den sauren Apfel. Expansion Territory, Karten-Upgrade. Legendary Card. Ich guck mal, was gibt's denn hier? Alchemy. Change Cards in your hand to random Cards. Okay, ob das jetzt so toll ist. Ballista. Muss man aktivieren. Interessiert mich nicht. Labor Command. Production Time. Ach, das ist auch nicht so toll. Ja, komm. Das ist alles blöd. Das machen wir nicht. Das war jetzt aber ein Reinfall. Slum Card. Okay. Das könnte sich durchaus lohnen. Gold ist jetzt ja nicht so das Problem. Das könnte schon ganz okay sein. So, was haben wir hier? Gucken wir mal, was willst du denn? Was hast du denn Schönes für mich? Schuhmarket. Pan.
Bahn, ja. Mercenary Guild hört sich schon mal nicht schlecht an. Ich nehme jetzt mal wieder Bahn mit. Und die einmal Defensive Wall. Muss man echt sein Gold raushauen hier ohne Ende. So, dann hätten wir hier schon mal das. Okay. Haben wir hier auf der Seite einen Medic? Ja, haben wir. Wir kriegen jetzt auf der Seite Besuch. Alles klar. Mercenary Guild können wir da schon mal hinsetzen. Einmal Slum. Gut, die Defensive Wall nützt mir jetzt an der Stelle nicht allzu viel. Ich kann natürlich weiter nach rechts erweitern, aber ich würde das doch gerne bitte auf beiden Seiten machen, weil das ist schon strategisch einfach cleverer, weil dann hat man noch einen Wall, auf den man zurückfallen kann. Weil wenn der hier fällt, dann ist vorbei. So. Was haben wir hier? Ein Haus. Brauche ich auf jeden Fall. Gut, ich kann schon mal Karten neu ziehen. Pike Red. Ein Häuschen. Einmal Slum. Militia. Und was hier mit? Da lohnt sich jetzt noch nicht so. Ansonsten haben wir nochmal Slum, Medic und ein paar Guards. Das dürfte auch erstmal wieder reichen. Die jetzt einfach schon mal neu. Nochmal Slum. Ich glaube, Slum passt ganz gut zum Schaman. Weil den Goldverlust kann man wirklich mit Forbidden Trades echt gut ausgleichen. So, was haben wir denn hier? Ein Häuschen. Ich glaube, ich entferne jetzt hier die nächste Käsekarte. Da nochmal ein Slum hin. Militia haben wir. Das haben wir. Alles klar. Und 15. Das reicht jetzt wieder nicht. Ist halt aber auch mit der Karte, mit dieser Trade-Karte echt eine Timing-Sache. Wieder ein Slum. So, was ist denn hier los? Battle begins. Ja. Was haben wir hier? Exiled. Berserker. Guards. Slum, Guards. Okay. Kriegen wir wieder Gold. Ja, das ist natürlich jetzt schon auf der Seite hier gerade ein bisschen blöd. Komm, ziehen wir das einfach mal neu. Das ist gerade echt ein Problem. Na komm, die werdet ihr doch wohl hier platt machen. Wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass... Wie viel Schaden machen die denn? Echt jetzt? Wollt ihr mich denn hier verhohnepiepeln? Jetzt gehe ich hier echt schon drauf, oder was? Oh, nee. Wieso haben die denn so viel Schaden gemacht? Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, so das Leader-Level ein bisschen zu pushen. Man könnte natürlich auch so ein bisschen auf Goldkarten verzichten, zumindest zu Beginn. Dann benutzt man halt die Trade-Karte, um das zu kompensieren. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee. Das hat jetzt nicht so richtig funktioniert, war jetzt eher mau. Aber ich würde sagen, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und wenn ihr ein paar Gedanken zu dem habt, was ich hier so von mir gebe, dann lasst doch mal einen Kommentar da. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.